Hey, ich bin Mike und ich bin systemischer Coach, Familienaufsteller, Papa und vieles mehr. Ich würde heute nicht hier stehen und dieses Video jetzt machen, wenn mir nicht damals Familienaufstellung und vor allem in der jetzigen Zeit das moderne Familienstellen begegnet wäre. Ich bin selber mit Alkoholismus, Tod, Sucht, Schwierigkeiten, Verdrängung, Zwängen und vielen Hobbles, vielen Hürden ins Leben gerutscht. Schon meine Geburt war, glaube ich, ganz schön besonders, hat lange gedauert und war ein einziger Zwang. Das heißt, in meinem Leben ist Zwang und Unfreiheit echt ein Lebensthema. Und wie ich das am Anfang sagte, ich weiß nicht, ob ich heute hier stehen würde, wenn mir das Familienaufstellen nicht, die Familienaufstellung nicht begegnet wäre. Das ist mittlerweile 6, 7, 8 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Ich habe damals in den Niederlanden gelebt und habe Familienaufstellung kennengelernt, damals im Organisationskontext. Jetzt bin ich ein paar Jahre weiter, habe Ausbildung gemacht, habe studiert, bla bla bla. Und bin gerade an einem Punkt, an dem ich diese wundervolle Arbeit in die Welt bringen möchte. Ich habe bei meinem Lehrer Hielke Bonnemer in den Niederlanden gelernt und lerne immer noch. Ich bin Schüler von ihm und assistiere in seiner wundervollen Arbeit. Hielke Bonnemer, Meisteraufsteller in den Niederlanden, Top-Coaches unter den Coaches in den Niederlanden und mittlerweile auch weltweit, hat selber bei Bert Hellinger gelernt und ja, großartig einfach in seinem Fach. Und ich habe vom Hielke das moderne Familienstellen gelernt und lerne es immer noch, wie ich das gerade schon sagte. Und ich möchte dich, wenn du dieses Video gerade siehst, einladen, mit mir auf gemeinsame Reise zu gehen. Am 19.10. veranstalte ich in Riesa, meiner alten Heimat. Da bin ich groß geworden, bin in Görlitz geboren, in Sachsen. Viele Zwischenschritte gehabt, meine Eltern haben sich getrennt. Ich bin ohne meinen Vater groß geworden, bin dann letzten Endes mit meiner Mutter in Riesa gelandet. Eine turbulente Zeit gehabt, eine Zeit der Liebe. Immer wieder Stütze gehabt, aber auch eine schwierige Zeit in völliger Einfrierung in mir selbst, in Abspaltung. Schon als Kind ziemlich schnell gelernt, dass es wichtig ist, sich um andere zu sorgen, um andere zu kümmern, zu überleben. Ziemlich spannendes Thema, da will ich jetzt gar nicht zu viel darüber zu erzählen, da wirst du in meinen Workshops auch ausreichend noch dazu hören und ich lade dich dazu ein, auch von dir zu erzählen. Aber was ich dir gerne mitgeben möchte jetzt in diesem Video ist, wie viel mir diese tolle Arbeit bedeutet hat. Wirklich. Also im modernen Familienstellen, was völlig anderes als die klassische Familienaufstellung. Ne? Also in der klassischen Familienaufstellung gab es noch viel Lösungssätze und Richtungen, die vorgegeben wurden. Immer noch verbunden an ein altes psychotherapeutisches, gar kirchlich-katholisches Feld, was darüber richtet und urteilt, was richtig und falsch ist. Dadurch ist Lösung und Heilung begrenzt möglich, denn wenn jemand der Meinung ist, zu wissen, was der andere braucht und was richtig und was falsch für ihn ist, dann hebt er sich ab von ihm. Und wirkliche Verbindung und Kraft aus demjenigen, der das Thema einbringt, kann überhaupt nicht entstehen. Stärker noch, je länger wir als Therapeuten und Coaches damit beschäftigt sind, dich als Klient, dich als Mensch, der mit uns arbeitet, versucht das bei dir irgendwie zu lösen, desto mehr wird dich auch in deiner, ich nenne es mal Opferrolle, gefangen halten. Denn jede Lösung und jeder Weg, jeder Schritt ist in dir angelegt, in deinem Körper und in deinem Leib. Und in modernen Familienstellen, welches sich mit den alten Naturvölkern wieder verbindet, mit Schamanismus, mit den alten Zeremonien und Ritualen, verzichten wir vollkommen auf diese ganzen Lösungssätze, auf irgendwelche Richtungen, über die es hin muss. Das heißt ganz konkret, in den Familienaufstellungen wird nicht gesprochen. Wir arbeiten da in Stille und das ist ziemlich besonders, denn wenn wir auf Sprache verzichten, dann ist es möglich, viel tiefer in die Erfahrung hinabzutauchen und in unserem Körper, in unserem Leib, ich rede da ganz gerne vom Leib, das habe ich auch von Hielke gelernt, Leib ist der beseelte Körper, sind alle Erfahrungen der vorigen Generation, selbst unserer Vorahnen, weit zurück angelegt. Als ob, wenn wir manchen Schmerz und manche Angst in unsere Gegenwart fühlen, alte Emotionen hochkommen und dies auch der Schmerz und die Angst oder die Wut vieler Generationen vor uns sind, die durch uns hindurchleben. Und ich möchte dich von Herzen einladen, mit mir gemeinsam in dem Tagesworkshop, den du hier unten im Link findest, eine Zeremonie, ein Gefühlsfest zu feiern. Das klingt ein bisschen abgefahren,
Es soll es aber auch sein. Es ist was völlig anderes. Ich nutze Tanz. Ich möchte dich mit Tanz, mit Körpererfahrung, Massage, Meditation einladen, tief in deinen Leib einzutauchen und aus diesem heraus für dich Antworten für all das, was dich gerade beschäftigt, zu finden. Ich kann mir nicht anmaßen zu wissen, was für dich richtig und was falsch ist. Aber ich möchte dich einladen und dir diese wundervolle Methode zeigen. Ich möchte sie dir auch so erleben lassen, dass du in deinem Alltag sie selber auch nutzen kannst. Es gibt kurze, kleine Methoden, die du schon für dich nutzen kannst, die dir in deinem Alltag helfen können, mehr Kontakt mit deiner Intuition aufzubauen, mehr deiner inneren Stimme zu vertrauen. Ja, ich bin selbst im ehemaligen DDR groß geworden, das heißt Zwänge und vorgegebene Wege, so wie es zu sein hat, bei mir immer ein Lebensthema gewesen. Auch jetzt noch gibt es Momente, wo ich völlig aus mir wegdrifte und nicht weiß, wo ich stehe. Und mir wird immer mehr bewusst, dass das einfach noch meine alten Emotionen sind, meine alten Schutzmechanismen, die dann immer dann auftauchen, wenn ich in meiner Lebensenergie und in meiner Verantwortung eingeladen werde. Und diese alten Schutzmechanismen haben uns lange begleitet, die waren auch wichtig, um zu überleben, sonst würde ich nicht hier stehen, sonst würdest du wahrscheinlich nicht dieses Video gucken. Aber verdammt nochmal, es ist Zeit, diese Schutzmechanismen zu ehren, zu sehen, sodass sie langsam gehen können und neue, liebevolle, auch sexuelle Lebenskraft entstehen kann. Und mit sexueller, liebevoller Lebenskraft meine ich nicht, dass wir alle uns durch die Gegend vögeln und wild das Leben ausnutzen. Nein, ich meine, dass dadurch eine Energie entsteht, die unser Leben uns verantwortungsvoll gestalten lässt. Das ist was anderes, als nur sein Unternehmen oder eine Arbeit zu machen, um möglichst viel Besitz zu bekommen. Ja, es geht hier darum, eine völlig neue, tiefer liegende Lebensenergie zu spüren. Und wir fühlen die, wenn wir Kontakt mit uns selbst aufnehmen. In Aufstellungsseminaren ist das ganz besonders, weil wir so sehr in Kontakt mit uns treten, auch unglaublich viel Kontakt mit der Gemeinschaft aller Teilnehmer aufnehmen können. Als ob wir uns in einem gemeinsamen Feld verbinden, welches organisch uns miteinander in Verbindung versetzt. Wirklich unglaublich. Nun, diese Arbeit hat mich sehr berührt, hat mir sehr viel gebracht, hat mir so viel Erkenntnis gegeben, mir schon so sehr geholfen, mich von meinen eigenen äußeren Zwängen, die in mir lebten, zu befreien, meine Depression ganz neu zu betrachten als Wegweiser, als Hilfsmittel tief in meine Seele, und diese wunderbare Erfahrung kombiniert mit meinem Wissen, meiner Ausbildung, dem, was ich erfahren habe in all den Aufstellungen, mit all den Klienten, die ich einzeln begleitet habe und in Gruppen. Mit all diesem ganzen Paket möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam auf Reise zu gehen. Lass uns einen tollen Tag davon machen. Lass dich inspirieren. Vielleicht fühlst du dich angesprochen, wenn du das Video siehst und kannst dir vorstellen, mit mir zu arbeiten. Dann hab den Mut und komm zu mir. Es geht nicht um das Geld, das ist kein Marketing-Shit hier, dem ich möglichst viel Karten verkaufen will. Natürlich möchte ich auch von dem, was ich tue, von dem, wozu ich mich berufen fühle, leben. Das ist meine Herzensangelegenheit. Aber es geht hier darum, dass ich was erlebt habe, was ich mit dir teilen möchte. Und ich bin überzeugt davon. Und ich kann es so tief in meinem Herzen fühlen, dass das eine bedeutungsvolle Arbeit ist, die vielleicht auch für dich von Bedeutung sein kann. Also wenn du das gerade siehst und bis jetzt immer noch am Ball bist, dann komm am 19.10. nach Riesa. Komm in meinen Workshop. Lass dich inspirieren. Zeig dich mit all dem, was in dir steckt, was dich blockiert, was dich hindert, das Leben zu leben, was du leben willst, was dich daran hindert, in deinen Beziehungen zu dir selbst, zu deinen Kindern, vielleicht zu deiner Partnerin, zu deinem Partner, die richtigen Schritte zu setzen, ja, um all das einzubringen und neue Schritte zu setzen, um dein Leben im wahrsten Sinne des Wortes von innen heraus zu transformieren und ja, Verantwortung in dieser Welt zu übernehmen, indem du deiner Intuition vertraust. Schön, wenn du noch da bist. Jetzt an dem Video meine ich. Ich werde ein bisschen unsicher, merke ich auch. Das ist ganz spannend. Ich freue mich, wenn du kommst. Und ich freue mich, wenn du dich von mir inspirieren lässt. Bis dahin. Tschüss.